nicht das Gold allein, sondern auch Devisen, Noten, alles, was für den legalen Geschäftsverkehr der Reichsbank in Frage kam. Und diesen Dingen. Dass das auch aus vom KZ stammen konnte, war mir klar, denn den Insassen der KZs mussten ja diese Dinge genauso abgenommen werden wie jedem anderen Menschen. In dieser Aktion allein, und wir wissen nicht einmal, ob das alles ist oder eine Gesamtsumme von Reichsmark 1.047.000, entweder bei der Reichsbank oder im Wirtschaftsministerium deponiert. Die ist nur aus dieser einen Aktion. Wollen Sie dem Gerichtshof sagen, dass dieser Betrag von über 100 Millionen Reichsmark im Laufe eines Jahres in Ihrer Bank deponiert oder diese Werte gutgeschrieben worden sind, ohne dass Sie als Reichsbankpräsident etwas davon wussten? Sie hätten doch davon wissen müssen, nicht wahr? Darf ich die Summe noch einmal hören? Die ist scheinbar hier nicht richtig übersetzt worden. Wir brauchen nicht auf den Pfennig zu gehen. Es waren über 100 Millionen Mark. Das ist völlig ausgeschlossen. Das ist ja absurd. You say it is. Aber das Dokument zeigt es. Would you know about the 1,000 wagons of textiles? Wussten Sie, dass die Million Waggons an Textilwaren, die diese SS-Männer angaben, verschickt oder gelagert zu haben, aus der Bekleidung von toten Juden und anderen Konzentrationslagerhäftlingen stammten, die vernichtet wurden? Als Wirtschaftsminister mussten Sie doch etwas davon wissen. Nein, da habe ich kein Wort von gewusst. Ich habe auch die Erklärung dafür abgegeben hier, weil diese Dinge an den Reichskommissar für Altmaterialverwertung gingen und weil sie zu den einzelnen Betrieben aus den Sammellägern direkt kamen. Mich hat über beschlagnahmte Textilien aus Konzentrationslägern nie ein Mensch mit einem Wort unterrichtet. You know of no reason why he should fabricate testimony like this against you, do you? Wissen Sie irgendeinen Grund, warum er sich solche Aussagen wie diese gegen Sie erdichten sollte? Sollten Sie Ihnen oder dem Gerichtshof helfen, können Sie überhaupt irgendeine Vermutung, ein Motiv, eine Ursache angeben, warum er so furchtbar über Sie lügen sollte? Das ist meines Erachtens ein rein psychologischer Grund, weil Menschen, die in einer so furchtbaren Situation sind wie Pol, die hier von des Mordes an Millionen angeklagt werden, üblicherweise, das kennen wir auch, andere zu belasten pflegen. Darf ich Sie unterbrechen? Sie wollen sagen, dass er in der gleichen Lage ist, in der Sie sich befinden? Nein, ich betrachte mich nicht als Millionenmörder. Your service provided the equipment for Dachau. Resistance of the human body. Göring wird zum zweiten Mal in den Zeugenstand gerufen, um zu den medizinischen Versuchen des Dr. Rascher in Dachau Stellung zu nehmen, die von der Luftwaffe gefordert wurden. Nein, davon wusste ich nichts. Ich bitte nochmals zu bedenken, dass das Ministerium seine Verwaltung für sich war und ich im Hauptquartier mich mehr mit den strategisch-taktischen Dingen. Ich würde solchen Versuchen entgegengetreten sein. Und zwar, wenn auch, ich glaube, es war die russische Anklage, dies einmal verdreht hat, so bleibe ich dabei. Ich habe im Jahr 1934 die Versuche an lebendigen Tieren aufs Strengste verboten und die Quälereien. Der Ankläger Dodds befragt den Standartenführer über die Aufgaben der SA im Zweiten Weltkrieg. Ich halte Ihnen vor, dass diese in Ihrem dritten Bericht im Zweiten Kriegsjahr dargestellte vormilitärische Wehrerziehung genau dieselbe Ausbildung ist, die Sie in Ihren Berichten über die Ausbildungsrichtlinien 1934, 1938 und 1939 darstellen. Es ist fast wörtlich dieselbe Ausbildung, die die SA ihren Mitgliedern in den letzten 7 Jahren gab, nicht wahr? Sind das nicht dieselben Worte, die in allen ihren Ausbildungsrichtlinien? Nein, das stimmt nicht. Wir haben vor dem Krieg keine vormilitärische oder nachmilitärische Ausbildung betrieben. Im Kriege haben wir alles getan, um die Wehrkraft des deutschen Volkes zu stärken. Ja, über den Tod von Hitler und Eva Braun und auch vom Schicksal Martin Bormanns gibt der Fahrer Hitlers Auskunft. I know.
Das weiß ich, aber auch Sie haben ihn nicht sterben sehen. Nein, ich habe ihn nicht sterben sehen. Und Sie haben den vernehmenden Offizieren gesagt, dass Sie glaubten, Sie haben seine Leiche aus dem Bunker herausgetragen und angezündet. Sie waren doch der Mann, der das gesagt hat. Ich habe die Frau Adolf Hitlers rausgetragen und habe Adolf Hitler selbst eingeschlagen in einer Decke gesehen. Haben Sie tatsächlich Hitler gesehen? Ihn selbst nicht mehr. Die Decke, worin er eingeschlagen war, war etwas kürzer und sah nur seine Beine raushängen. Sie sind der einzige Mann, der aussagen könnte, dass Hitler tot ist. Der einzige, der aussagen könnte, dass Bormann tot ist. Ist das so, soweit Sie wissen? Dass Hitler tot ist, kann ich aussagen. Und zwar, dass er... Am 26. August werden die Anklageschriften gegen die sechs Organisationen verlesen. Der amerikanische stellvertretende Ankläger. Seit dem 20. November 1945 befindet sich dieser internationale Militärgerichtshof in fast ununterbrochener Sitzung. Im Laufe dieser vielen Monate ist ein Verhandlungsprotokoll von über 15.000 Seiten aufgenommen worden. Über 300.000 eidesstattliche Erklärungen sind vorgelegt, ungefähr 3.000 Dokumente unterbreitet und die Aussage von etwa 200 Zeugen gehört. Diese große Masse von mündlichem und schriftlichem Beweismaterial, fast ausschließlich deutschen Ursprungs, hat zweifelsfrei ergeben, dass Verbrechen einer verbrecherischen Verschwörung, des Angriffskrieges, des Massenmordes, der Sklavenarbeit, der Rassen- und Religionsverfolgungen und der brutalen Misshandlung von Millionen unschuldiger Menschen begangen worden ist. Die vier anklagenden Mächte haben die 22 in der Anklageschrift genannten Angeklagten angeklagt und als Einzelpersonen für diese schrecklichen Verbrechen haftbar gemacht. In der Erkenntnis jedoch, dass die 22 angeklagten Einzelpersonen diese ungeheuren Verbrechen nicht allein begehen konnten, haben die vier anklagenden Mächte in der Anklageschrift die Nazi-Organisationen als die hauptsächlichen Werkzeuge, von welchen und durch welche diese Zuwiderhandlungen begangen worden sind, aufgeführt. Diese Organisationen, einige von den Nazis gegründet, andere von den Nazis verdorben, waren die Stellen, auf die sich die Angeklagten stützten und mit deren Hilfe sie zur Durchführung ihrer verbrecherischen Absichten am selbstzufriedenen deutschen Volke und an den besiegten Völkern Europas ihr Werk verrichteten. Die genannten Organisationen zerfallen in zwei Klassen. In die erste Klasse fallen diejenigen, die besondere Schöpfungen der Nazis sind, die kein Gegenstück außerhalb des Nazi-Regimes haben und die keinem eigentlich legalen Zwecke dienten. Diese Gruppe umfasst die politischen Leiter, die SA und die SS. In die zweite Klasse fallen diejenigen, welche in der einen oder anderen Form schon vor der Nazi-Herrschaft bestanden, jedoch von den Nazis verdorben wurden. Diese Gruppe umfasst das Reichskabinett, das Oberkommando und den Generalstab sowie die Gestapo. Was diese zweite Klasse angeht, so behaupten wir nicht, dass diese Einrichtungen von Hause aus verbrecherisch waren, sondern dass sie unter der Nazi-Herrschaft erst verbrecherisch wurden. Now I'll stop recording. I'll stop recording. That is all. That is all. Der russische Ankläger Rudenko gratuliert seinem amerikanischen Kollegen. Telford Taylor setzt die Verlesung des Plädoyers fort und versucht, das Gericht zu überzeugen, den Generalstab und das politische Korps der NSDAP als kriminelle Vereinigung zu verurteilen. Herr Vorsitzender, meine Herren Richter, in der Anklageschrift verlangt die Anklagebehörde, sechs Gruppen oder Organisationen als verbrecherisch zu erklären.
Zum Zwecke der Klarheit bei der Festlegung der Beschuldigungen und der Sammlung des Beweismaterials erscheint diese Aufteilung in 6 Teile angebracht, da sie den formalen Aufbau des Dritten Reiches genau wiedergibt. Es wurde durch die Nazi-Partei und die Wehrmacht verkörpert und hat durch sie seine Ziele verfolgt. Seine Erfolge im In- und Ausland wurden mit Hilfe dieser beiden Werkzeuge erreicht. Die Wehrmacht verdankte ihre Wiedererstehung zum großen Teil der Nazi-Partei. Die Nazi-Partei ihrerseits wäre ohne die Wehrmacht hilf- und kraftlos gewesen. Wie General Reinecke es zum Ausdruck gebracht hat, seien die beiden Grundpfeiler des Dritten Reiches die Partei und die Wehrmacht, und jeder von beiden stehe und falle mit dem anderen. Auch der englische stellvertretende Ankläger berichtet über die Aggressionen. Hoher Gerichtshof. Im Jahre 1938 sagte Hitler im Reichstag, ich zitiere seine Worte, im Nationalsozialismus hat das deutsche Volk jene Führung erhalten, die als Partei die Nation nicht nur mobilisiert, sondern vor allem organisierte. Es gibt keine Institution in diesem Staat, die nicht nationalsozialistisch ist. Wir wissen jetzt, welche Art von Führung der Nationalsozialismus dem deutschen Volk hat angedeihen lassen. Wir wissen jetzt, wie und wo die Nazi-Partei die deutsche Nation mobilisierte und organisierte für die Beherrschung der Welt und den Preis von Krieg und Mord. Es ist nicht das Vorrecht eines einzigen Landes. Es ist das unveräußerliche Erbe der gesamten Menschheit. Der französische Ankläger hält ein fast philosophisches Plädoyer. Herr Präsident, meine Herren Richter, die Verteidigung führt ein zweites Argument an. Die Organisationen, so behauptet sie, waren unabhängig voneinander und kannten sich gegenseitig nicht. Die einen waren dem Staat, die anderen der Partei unterstellt, und Staat und Partei übten ihre Tätigkeit auf verschiedenen Gebieten aus. Selbst innerhalb der Organisationen bestanden dichte Scheidewände zwischen den verschiedenen Abteilungen, aus denen sich diese Organisationen zusammensetzen. Um die Gräueltaten zu begehen, die sie ersonnen hatten, schufen die Anführer der faschistischen Verschwörung ein System verbrecherischer Organisationen. Mit diesen habe ich mich in meiner Rede schon befasst. Heute erwarten jene, die sich unter Jochung der Welt- und Völkervernichtung zum Ziele gesetzt hatten, mit Beben den Urteilsspruch des Gerichtshofs. Dieser Urteilsspruch gilt aber nicht nur den Urhebern der blutigen faschistischen Ideen, den hauptsächlichen Organisatoren der hitlerischen Verbrechen, die hier auf der Anklagebank sitzen. Ihr Urteilsspruch, meine Herren Richter, muss das ganze verbrecherische System des deutschen Faschismus treffen.